Der nächste Tanz gehört wohl mir. So beendet man doch keinen Tanz. Die richtigen. So, ihr Lieben, und ich sehe leider, ich habe in den Cutscenes vereinzelte Frame-Drops. Es tut mir wirklich leid, ich kann es leider nicht ändern. Und zieht's mir bitte nach. Sorry. Genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Auch den Bernstein? Nein. Der ist an einem sicheren Ort versteckt. Dann führ mich hin. Mit Vergnügen. Und okay, damit herzlich willkommen bei Separate Ways, I'm Add-On von Resident Evil 4, dem Remake. Und wir spielen Vergiss nicht. Ada Kein Wong. Bernstein? Kein Deal. Und ja, ich muss gestehen, ich habe eine Schwäche für Ada Wong irgendwie. Eine großartige Frau, ein großartiger Charakter hier im Resident Evil Universum. So, wir düsen mal gleich los. Luis Sierra hat ja jetzt hier gerade einen Auftritt hingelegt. Machen wir öfters mal, wenn wir irgendwo eingesperrt sind, einfach mal ein Tänzchen machen. Das ist halt aus Verzweiflung, macht man halt einfach viel. So, Grafik sieht sensationell wieder gut aus. Irgendwie, wir kennen es ja schon aus dem Hauptspiel von Resident Evil. Und wir starten jetzt mal rein hier. So, warte mal, haben wir hier vorne noch was? Schnell mal schauen. Wie sieht dann unsere Bewaffnung aus? Okay, wir haben eine TMP oder sowas. Und wir haben eine Pistole. Okay, gehen wir durch. Sie suchen nach uns, das ging schnell. Aber wir umgehen sie, okay? Alles klar. Und hoch mit dir. Und hoch mit mir. Tja, jetzt wäre mal die Frage, ne? Könnte jetzt jemand von euch so erstmal aus der kalten... Oh, scheiße, Vertigo. Erstmal so ein Seil hochklettern. Also ich nicht. Hol den Bernstein. Wir treffen Echt uns jetzt? Später. Nein! Sorry, aber ich lass doch eine Lady nicht allein. Wow! Triff mich bei der Kirche. Lass es kein Begräbnis werden. Okay, cool. Nicht cool, überhaupt nicht cool. Irgendwie war das klar, er steht auf. Oh, scheiße. Okay, wir sind verletzt. Nicht schlecht, aber das wird nicht reichen. Ja, aber das wird uns nicht aufhalten. Und, oh, echt jetzt wirklich Kampf gegen Vertigo? Oh, scheiße. Oh. Er ist ja wirklich so ein Angstgegner von mir gewesen in Resident Evil. Oh, scheiße. Oh. Was ist jetzt? Oh nein, okay, wir sind... Oh, scheiße. Sind wahrscheinlich vergiftet durch diesen Stachel oder was uns da immer getroffen hat. Oh, no. Oh. Das sind viele. Der ist der Richtige. Hab dich. Okay, wow. Nachladen schnell. Können wir denn die anderen was tun? Scheiße, wo ist denn jetzt der Echte? Da.
Okay, defeated. Schön. Das war denn doch etwas einfacher als gedacht. Und komm ja nicht wieder. Na, wir wissen, glaube ich, alle, dass er wiederkommt. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay. Da hinten haben wir noch ein paar Vasen. Irgendwie, wir wissen ja aus dem Hauptspiel, dass in Vasen natürlich halt immer der gute Stuff drin ist. MP-Munition, sehr schön. Aber hier werde ich jetzt nicht rankommen. Was ein bisschen schade ist. Okay. Es ist auch leider schon ein bisschen her, irgendwie seit ich die Hauptstory gespielt habe, so was Steuerung etc. angeht. Also es kann halt sein, dass ich erstmal ein kleines Brummer brauche. Nur um nachher wieder richtig schlecht performen zu können. Ihr kennt's ja. So, oh nee, da kommen wir doch ran. Schön. Und eine Truhe haben wir ja auch. Wunderbar. Ein Spinell. Dankeschön. So, die Spinelle haben ja tatsächlich immer beim Händler einen sehr hohen Wert gehabt, irgendwie, wo wir halt Dinge eintauschen konnten. Das ist natürlich cool, gleich am Anfang irgendwie so was Wertvolles zu finden. Nehmen wir schon mal, wie es weitergeht. So, okay, hier haben wir auch noch mal ein paar Vasen. Das ist ziemlich duster hier. Also, bei mir auf dem Bildschirm relativ duster eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich wird es bei euch nachher im endgültigen Video nicht ganz so duster sein. Also, falls ihr irgendwas sehen solltet, schreibt es ruhig unten in die Kommentare. Zentrale, kommen. Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Und das alles mit diesen Schuhen wieder, Alter. Großartig. Zentrale, hört ihr mich? Ich höre dich. Also? Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten. Wesker. Und? Wie lautet die Lösung? Luis ist bereits auf dem Weg zur Kirche. Ich überwache sein Signal. Sehr gut. Dann verschwinde von dort. Okay. Ich muss nur noch rausfinden, wie. Gehe mir einen Überblick verschaffen. Oh, wir haben mal nice Kontaktlinsen am Start. Zupf. So, okay. Untersuchen wir das mal. Okay, da muss ich hin. Bleib auf den Dächern. Du hast die Ausrüstung. Mal kurz rauszoomen, was haben wir da? Was da wohl ist? Na, ich glaube, da ist eine Kanone unten drin, ne? Die könnten wir rausholen und uns eventuell den Weg freischießen. Nettes Spielzeug. Und ein gefährliches dazu. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Kanone war. Ne, eine Kanone, genau, richtig. Weil die Katapulte sind auf jeden Fall kreuzgefährlich und ich sehe überall Gegner, ey. Scheibenkleister, na. Ist doch die Frage, müssen wir jetzt hier uns stealth-mäßig durchbewegen? Nicht. Der Bernstein hat bei dieser Mission oberste Priorität. Hol ihn und bring ihn zu mir. Keine Umwege. Alles klar. Kurz die Karte aufrufen. Jens Zimmerburg-Tor verließ. Okay, konnten wir da durch? Konnten wir ins Verlies? Hm. Verstanden. Aber ein bisschen Sightseeing wird doch erlaubt sein. Okay, ich höre schon sehr viele Gegner. Oh, hier vorne nochmal Gegner. So, ich würde mal eins kurz. Ich weiß gar nicht, ob wir im Original Stealth-Kills machen konnten. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Messerqualität gerade gelitten hat. Aber ich sah nicht so aus. Also wenn Stealth-Kills drin sind, das ist natürlich geil. Dann könnte man natürlich versuchen, die so ein bisschen so auszuspielen. Ja, doch ein bisschen leidet die Messerqualität, aber nur ein bisschen irgendwie. Ist auf jeden Fall besser, als sich durchzuschießen, bin ich der Meinung. Hinter mir? Wahrscheinlich unter mir, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich würde fast sagen, unter mir. So, da vorne war auf jeden Fall jemand. Der steht mit dem Rücken zu mir. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht irgendwie hier sehen. Bei ducken kann ich mich nicht. Das ist ein bisschen schade. Oh, dreht sich um. Nee, läuft. Schon gehabt. So, Scarface. Du bist erstmal down.
zwei Fässer, wunderbar. Haben wir uns geholt. Okay, da unten ist einer. Zwei sogar. Zwei ist schlecht. Zwei ist schlecht. Vorne könnten wir uns... Ja, hier ist eine Kanone drin. Also wir könnten probieren, uns jetzt hier laut durchzuarbeiten durch die Nummer. Oder wir könnten versuchen, Stealthy durchzukommen. Also ich würde natürlich erstmal probieren, hier Stealthy durchzukommen. Weil ich glaube, das hat die höheren Erfolgschancen. Hoffe ich. Man muss natürlich erstmal so ein bisschen schauen, okay, wie sind Bewegungsmuster der Feinde. Ah, hier ist auch noch einer. Bewegt er sich oder bleibt er einfach stumm stehen? Okay, sie da vorne ist auf jeden Fall ziemlich mobil. Wir probieren es mal. Okay, nicht cool. Wo läufst du lang? Ah, hoffentlich nicht in meine Richtung. Mit deinem hübschen Schritt. Ja, natürlich. Scheiße. So, und ich bin entdeckt worden. Na toll. Scheiße. Ja, ich hätte jetzt noch gar nicht irgendwie von der Tür langlaufen können. Das wird mir zu heiß. Ich muss die Katapulte ausschalten. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Kanone. Kommen wir jetzt hier durch? Ja, wir kommen hier durch. Kann ich mich irgendwie ausschalten? Nee, von hier nicht. Oh, eine Truhe, wunderbar. Aufmachen. Eleganter Haarschmuck. Nehmen wir. Frage ist, wie krieg ich jetzt die Kanone nach oben? Ich glaube, ich muss mal hier runterlaufen. Ich hätte mich jetzt auch, glaube ich, von oben abseilen können, aber egal. So. Natürlich. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie man einfach so Korbschüsse wegsteckt. Ganz auf die Flucht hier. Nein! Das war ja doof. Okay, wir hätten noch einen Fernangriff machen können. Interessant. Cool. Ja, das ist natürlich cool, wenn du sofort am Gegner dran bist. Das ist natürlich der Hammer. Okay, wir können mit Schiff können wir hier hoch. So, wir holen uns mal schnell die Kisten. Hoppala. So, wie komme ich denn da rein? Wie komme ich hier rein? So, hier eventuell lang. Nee. Kommt tatsächlich relativ viel Feinde, wie ich das jetzt hier so höre. Ja, hier ist er, mein Freund. Und, was wollen wir? Wir sind zu nah für einen Fernangriff. Schießpulver zweimal. Also wir brauchen definitiv die Kanone. Ohne geht's nicht. Ohne geht halt nicht. So, kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir hoch. Und hier kommen wir auch zu der Kanone wahrscheinlich rein. So. Perfekt, dann... Oh, hallo! Das SRM 1903. Mit einem Zielfernrohr. Sehr geil. Sehr geil. Nicht gut. So. Okay, auf der 4 haben wir's. Ich glaube, wir müssen erstmal kurz nochmal das Zielfernrohr... Zubehör... Ja, hier. Zack. Montieren. Ich möchte nicht werfen.
Warum ist der duster? Warum ist der so duster? Okay. Ah, jetzt müssen wir nochmal hinmachen. Und hier vorne können wir mit dem Haken, mit dem Kletterhaken, glaube ich, hoch. Genau hier. Oh, okay. Gleich tot. Sehr schön. So, mit Shift einmal wieder hoch. Zacki Bemski. Und es wird Zeit für den Ballermann. So, oh, da hinten kommt auch noch einer. Okay, noch zu hoch angehen. Oh, schnell! Alter, voll mit Kanonen auf Spasten geschossen. Ich glaube, so geht der Spruch. Bam, Alter. Ah, das ist schon heftig, Alter. Mit Kanonenkugeln weggerotzt zu werden, das ist scheiße. Irgendwie so was mit dir da hinten. Ist zu erhöhen. Ah. Oh, die ist aber auch wirklich. Die ist bockig. Mm. So, ich höre sie. Ich höre die Feinde. Na, oh, scheinbar. Auch da hinten. Irgendwo, da flitzt einer. Da vorne ist er. Da ist er. So. Na los, komm raus. Was? Hat er gepackt? Hat er überlebt? Was, Schwein? Na gut. Dann macht einen direkten Angriff, Freunde. Das ist so unverhältnismäßig. Das ist so. Oh, warte mal, guck mal, einer. Den haben wir noch. Klar, Leute, ich habe für jeden von euch hier eine Kugel. Eine ziemlich große. So, Papi, seht das eingesackt. So, okay. Ja, das kann mir mal gestohlen bleiben. Was ist denn das hier drüben eigentlich? Ist das? Das ist einfach nur eine Kuppel. So, runterspringen bitte einmal. Ach, wie das auf die Knie gehen muss. Und wir machen mal weiter. So, theoretisch haben wir jetzt die anderen Geschütze ausgeschaltet. Wir dürften jetzt also nicht mehr so massive Probleme bekommen. Oh, warte mal. Was ist das? Blendgranate, sehr cool. Schwupp. Ach, das sieht immer so elegant aus. Schön aufmunitionieren. Ah, ich dachte schon mal so ein Grapple Hook. Au, oh, wo kam der her? Wo kam der her? Ist leer. Leer? Schau mal an. Oh, wir haben eine Kanone, Freunde. Au, au, au. So, ihr Penner, ihr schießt mit Pfeilen? Dann schieße ich mal zurück, ja? Wenn man durfte. Oh. Ich glaube, das ist noch wichtiger. So, zack, können wir natürlich die Fässer treffen. Das ist natürlich ein bisschen effektiver. Und hier vorne ist noch irgendwo eine Kanone gewesen. Da oben. So, oh, den schieße ich weg. So, haben wir hier drüben alle? Ich glaube ja. Ja, sieht gut aus. Alles weg. Bumsti, bumsti. Zur Sicherheit nochmal einen hinterher. So, Feinde haben viel liegen lassen, finde ich gut. Schießpulver. Na, was du. Ich weiß jetzt gar nicht, tatsächlich kapazitätstechnisch ist, glaube ich, der Koffer, den wir gerade dabei haben, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Wie ich das vorhin auf den ersten Blick gesehen habe. Wir kommen hier rum, schnell hier noch die Pesetas. Vor uns hier um diese garstigen kleinen Kisten kümmern. Ganz kurz. Ah, sieht ganz gut aus. Messer hat auch noch genug Power. Schön, 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 schön. So, ich möchte herstellen. Tatsächlich bin ich... Die MP-Munition, die ist ziemlich geil. Also die macht mir tatsächlich mit so am meisten Spaß. Pistolenmunition ist natürlich halt auch nicht ohne, ne? Irgendwie, da werden wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen nachsetzen.
Weil ohne die kommen wir hier nicht durch. Ja. Ohne die kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. So, zack. Und rüber mit mir. Vertugo. Ich soll ihm den Bernstein liefern. Offenbar kein ungefährliches Objekt. Welche Gräueltaten werden in seinem Namen begangen werden? Und wer wird den Preis zahlen? Denn irgendjemand muss immer bezahlen. Es ist besser, keine Fragen zu stellen. Das wusste ich. Hatte es akzeptiert. Bis jene Nacht in Raccoon City. Alles veränderte. Grandios. Grandios. Bin draußen und gehe jetzt Richtung Kirche. Bei den Los Illuminados herrscht zunehmend Unruhe. Bleib wachsam. Okay. Ende. Bis zur Kirche dürfte es nicht allzu weit sein. Na, schönen Dank auch, Alter. Ach, diese Passage habe ich sehr, sehr unangenehm in Erinnerung. So, mal gucken, wie heute wir jetzt kommen, ohne aufzufallen. Den können wir uns auf jeden Fall holen. Die Frage ist, ab welchem Punkt werden wir irgendwie gesehen von irgendjemandem? So, die nette Dame hier drüben können wir auch noch mal kurz besuchen. Hello. Schön. Haben wir entdeckt? Na, sieht nicht so aus. Donde Star. So, leider bin ich überhaupt nicht das Spanisch fähig irgendwie, von daher kann der mir auch gerade irgendwas von einer Pilzpfanne erzählen, ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was Donde Star heißt. Wahrscheinlich, hey, wünsch dir einen schönen Tag. So, und du so? So, okay, wir haben ein rotes Kraut. Okay, Bomben mal nochmal herstellen. Machen wir erstmal eine kleine Kräutermische. Hör mir. So, schön. Kommen wir denn von hier aus irgendwie ein bisschen weiter? Hier kommen wir runter. Ja, und dann sind wir aber auch schon genau im Kontaktbereich drin irgendwie. Ich glaube, da unten geht es ziemlich ab. Also wir, gut, wir haben keine andere Wahl. Wir gehen einfach mal runter. Wir probieren es. Okay, gehen. Oh, scheiße. Warte mal. Kann ich nochmal hoch? Nee, kann ich nicht. Ah, das ist das Bild. Okay. Gut. Ich hoffe, der Grunze hinter mir lässt jetzt nicht auf diesen blöden Höhlentroll irgendwie schließen. Das ist der Höhlentroll, hundertprozentig. Aber ich hoffe, er bleibt noch ein bisschen zurück, irgendwie. Nicht, dass der jetzt irgendwie, wenn Alarm ausgelöst ist, hier plötzlich durch der Tor berichtet. Muss ich jetzt Jens und Jan nicht haben hier mit meinen 3 Schuss für die Pistole. Okay, 5 Schuss. Aber das, ja. Ich fühle mich nur so dermaßen untermunitioniert irgendwie und unterbewaffnet für so eine Begegnung. Oh, was ist denn da drin für eine schöne Truhe? Die würde ich ja gut finden. Ich geh mal hin. Okay, irgendwas will da durchbrechen. Okay, hier haben wir Stolperdraht oder sowas in der Richtung. Ring mit rotem Edelstein. Schön. Irgendwo noch hoch? Nein, kann ich nicht. Okay, wahrscheinlich werde ich es triggern, indem ich jetzt hier vorne runterspringe oder so. Oh nee, bitte nicht, Alter. Ja, pf, na wunderbar.
So, okay, dann versucht man hier lang zu kommen. Dann natürlich. Natürlich. Zu einfach. Oh, Alter. Ah, nicht doch der. Okay, vielleicht kann ich ihn jetzt hier nochmal langziehen. Oh shit, okay. Nicht gut. Ja, ich denke, den Ochsen haben wir. Blauer Saphir, yo, haben wir. Oh, hoppala, hoppala, hoppala. Na, nein, 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 nein. Los, komm, machen schnell alle, bevor hier noch mutiert. Oh, ich steht echt nur auf. Nachladen, los, komm. Beeindruckt? Ada, von dir bin ich immer beeindruckt. Meine Beste. Immer. Also ihr merkt, ich bin ein kleiner Ada Wong Fanboy. Ist aber auch einfach grandios. Grandios, sag ich. Und das alles in den Schuhen. Gelbe Kraut, sehr cool. Und können wir uns eine schöne Dreiermische machen? Das ist die beste. Okay, da geht's hoch. Schauen wir mal, ob wir hier unten noch irgendwas finden. Können wir aufs Dach rauf? Nein, können wir nicht. Finden wir hier noch irgendwas? Nein. Okay. So, und wir sind auf dem Weg. Herstellen. So, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, tatsächlich ist das gegen den Typ mit der Rindermaske irgendwie gar nicht mal so schlecht gelaufen. Hier geht's zu wie auf dem Rummel. Was könnte der Grund sein, weshalb wir so nervös sind? Die Tochter des Präsidenten. Kein Zweifel. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Bereite dich darauf vor, dass das ganze Dorf infiziert ist. Ich kenne den Bericht. Sollte kein Problem sein. Also ich finde schon, dass das ein Problem ist. Halt so ein Dorf voller Irre. Naja. Aber es ist auch wieder schön, irgendwie zurück in... Wo ist denn das? Pueblo heißt es, glaube ich, das Dorf zu sein. Ich mag ja Resident Evil 4 sehr. Ich mochte auch schon das Original damals irgendwie. Das Remake ist auch wirklich sehr gelungen. Wenn vielleicht auch ein bisschen lang, bin ich der Meinung irgendwie. Also sie haben es ein bisschen überzogen, finde ich, von der Spielzeit her. Aber es ist immer wieder schön, tatsächlich immer zurückzukommen. Man kommt so ein bisschen, als wenn man nach Hause kommt. Oh, schön. Gleich ist da Küchenmesser. So, okay. Hier haben wir uns doch verschanzt damals, ne? Ich geh mal kurz mit der Maschinenpistole mal runter. Mal schauen, wie es aussieht. Okay, könnten wir eventuell sogar Stealthy-mäßig vorbei. Genau, das jetzt wir. Zack. Beautiful. So, Töpfchen mitnehmen. Das ist die Frage. Mal schauen, wer hier durchs Fenster lootst. Okay, warte mal, lass mich mal ganz kurz hier auf die Karte schauen. Die Bergvilla, okay. Also sie können also hier vorne so langlaufen. Wir schauen mal. Hier vorne hier ist ja jetzt gerade jemand langgelaufen. Wir können jetzt warten, bis sie nochmal wiederkommt. Und dann nochmal rausspringen. Oh, was ist denn das? Ist das ein Hund oder ein Schwein? Okay, hier kann keiner kommen.
So, was machst du hier? Machst du ein Lagerfeuer? Ist nicht so gut. Ah, zwei von denen ist immer ein bisschen schwierig tatsächlich. Muss halt. Ah, oh, nicht. Okay, und brechen Sie durch. Wir lassen Sie mal kommen. Mal schauen, wir haben hier noch ein rotes Fass. Mal gucken, wer kommt. Okay. Ja, flach. So, dann kommt mal, ihr Kleinen. Das für euch. Mit besten Grüßen. So, 19.400 Pesetas haben wir. Hey. Schauen wir mal, was wir uns jetzt davon leisten können. Scheint da draußen gerade ein kleines Pferd. Ein Muli? Ein Esel? Nee, eine Kuh. Und ein Schwein. Okay, gut, wir schauen mal hier nochmal kurz einmal rum. Mal sehen, vielleicht finden wir hier hinten irgendwas Cooles. Noch zwei Fässer, das ist ganz geil. Mal schauen, was drin ist. Pesetas. Schwein lasse ich mal am Leben. Ich glaube auch nicht, dass es dafür was gibt. Eine Truhe ist natürlich sehr cool. Eine Weinkanne. Die können wir natürlich noch pimpen mit ein paar Edelsteinen. Kriegt man mehr Kohle für. So. Okay, jetzt ist halt die Frage, müssen wir jetzt hier vorne über die Brücke? Weil der Weg ist ja tatsächlich, der wird ja erst durch Leon, glaube ich, geöffnet. Also, ich denke mal, der Weg ist klar. Okay. It's a trap. Ah, nicht doch. Stay death. Oh, Alter. Okay, also ich könnte mich jetzt auch hier aus der Fähre ziehen. Aber ihr wisst, wir brauchen die Pesetas. Wir brauchen die Pesetas. Zack. Schwupp. So, wäre auch mal interessant, ob wir jetzt hier anfangen, Lust hier blaue Medaillen aufzuhängen. Die Leon halt finden kann. Leon. Warum bin ich nicht überrascht? Nett, dass du für Ablenkung sorgst. Dann muss ich mir wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen.